Docking request granted. So, Docking Port 2. Ich habe gerade meinen großzügigen Tag. Ich lasse das jetzt den Computer machen. Gar keine Musik heute? Ich bin enttäuscht. Oder ist dieses komische Gezitter da etwa Musik? Oh ne, die hat einfach nur so spät angefangen. Oh, windig draußen. Wenn man das gehört hat, das war gerade tatsächlich die Jalousie, die ans Fenster gedotzt ist. Festlich. Dieses Undock-Manöver. Also, die Anspielung ist ja klar, aber irgendwie ist das teilweise ein bisschen übertrieben mit der Klassik. Was genau macht er da? Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen, ne? In der Zeit kann ich ja nochmal überprüfen. Also das alles zusammen grob überschlagen. 1836. Plus nochmal knapp 1819 wären das ja dann. Plus minus. Das wären 55. Jetzt stehen wir einfach still. Okay, ich mach das mal gerade, weil, also, wenn der andere Computer einfach gar nichts macht. Ich krieg das ja jetzt hin. Das sieht doch besser aus. Alter. Ich hab das gerade gesehen mit der Tempo. Da, schon wieder. Was geht mit dem Ding hier ab? Denn die ganze Zeit hin. Ich mache jetzt einfach den Rest von Hand. Das ist echt peinlich hier für den anderen Computer, ganz ehrlich. Docking successful. So. Engines disengaged. Boah. Nachladen. Und Kopfgelder. Yes. Dann noch schnell ein Blick hier drauf, ob hier die Ausstattung gut aussieht. Von der Behauptung, dass die Außenposten hier sich teilweise so radikal verändern können in kurzer Zeit, habe ich auch noch nicht so viel mitbekommen, leider. Sowas gibt es hier alles gleich mal gar nicht. Doch, war nur ein Nachladepack. Okay, haben wir denn hier vielleicht ein... Nein. Doch, tatsächlich. Aber das würde ja schon wieder fast unser ganzes wobei. Ja, trotzdem nein. Das ist es mir noch nicht wert. Nein. Nein, 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 das ist alles nicht das Richtige. Nee, du, nee, du, nee, du. Wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Kartendaten können wir natürlich noch loswerden, vielleicht. Sogar fast alle. Dann machen wir das auch mal. Dann sind wir nochmal fast 10.000 Credits reicher. Und... Was sagt die? Nein.
Nein, 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 das brauchen wir nicht. Gut, dann mache ich jetzt mal eine kleine Pause, um meiner Stimme ein bisschen Erholung zu gönnen. Und wir hören uns dann später wieder auf diesem Kanal. Tschüss! Hallo und guten Abend. Wir sind mal wieder in einer Nachtaufnahme unterwegs mit Elite Dangerous. Das hatte ich schon länger nicht mehr, eine Nachtaufnahme. Und ja, das ganze Wochenende war etwas turbulent. Deshalb bin ich leider nicht dazu gekommen, das so aufzunehmen, wie ich wollte. Deswegen gab es auch heute keine Folge. Also an dem Tag, wo ich jetzt aufnehme. Aber ich werde dafür dann diese hier und die direkt darauf folgende, also die, es kommen dann einfach zwei Folgen oder ich mache die hier länger oder irgendwie so, um das zu kompensieren. Und dann sind wir quasi wieder auf demselben Stand. Ah, und wir haben schon gesehen, eine der ersten Besserungen der 1.5, die Reiserouten bauen sich jetzt wesentlich flotter auf, sodass wir jetzt hoffentlich nicht mehr so lange brauchen, um einen Kurs zu setzen, weil mich das selber schon, also selbst beim, nur beim Beschreibungen erstellen schon ein bisschen angekotzt hat, dass das immer so lange dauert. Wobei bei den entfernteren Dingern dauert es dann leider doch schon recht lange. Ich habe auch leider wie jedes Mal vergessen, wo wir quasi hin wollten. Ich meine, es war irgendwo hier hinten. Die Systeme haben jetzt allerdings auch zugegebenermaßen Namen, die man sich nicht so richtig einfach merken kann. Und für die schnellsten Routen muss er hier hinten offensichtlich ein bisschen rechnen. Vor allem, weil das ja in jede Richtung hier mehr werden bei diesem ganzen verzweigten Scheiß. Das ist aber die richtige Richtung, ja? Wir müssen ja aufs Ziel ausgerichtet bleiben. Und hier kann man ja leicht mal eine falsche Abzweigung nehmen, sozusagen. Muss hier doch noch weitergehen, oder? Ich versuche gerade nur mal so zu schauen. Hallo? Da will nichts auftauchen. Irgendwie scheinen wir hier gerade ein kleines Problem zu haben. Also dahin würde noch gehen auf jeden Fall. Dahin würde auch noch gehen. Versuch einfach möglichst weit zu kommen. Dahin würde nicht mehr gehen. Na, dann probieren wir doch einfach mal die Route hier jetzt erstmal. Wir kommen ja immer weiter. Ship released. Oh. Engines engaged. Wir bleiben natürlich bei unserem Ziel, das Zentrum der Galaxis. Man sieht es da, nicht der riesige Stern da, aber man sieht es da hinten quasi schon. Da wollen wir hin, in diesen breiten Ring. Ich bin ja gespannt, wie das aussieht, wenn wir uns dann langsam nähern. Wir sind ja doch noch sehr nah. Aber wir werden uns da problemlos, glaube ich, hinarbeiten können. Irgendwann kommen wir da schon an. Das ist ja das Ober... Das Hauptziel quasi. Man hört es jetzt vielleicht auch wieder, ich bin endlich wieder gesund. So größtenteils. So, die letzten paar Resthuster kommen noch, aber... Naja, so an sich habe ich es, glaube ich, überstanden. Fuel Scooping. Dem System hier steigt scheinbar nicht so die Party. Aber das kann ja auch täuschen. Wir schauen gleich mal in den System View. Das kennt man ja schon. Aber es sieht hier halt wirklich nicht so... Also hier steppt jetzt nicht gerade der Bär. Zumindest nicht in unmittelbarer Nähe zu diesem Stern. Komm schon, sei vollgetankt. Ah. Da haben wir doch schon was Interessantes. So, das schauen wir uns an. Dann gucken wir in System View und dann gucken wir, ob wir weiterspringen können.
Ich bin ja immer noch nicht ganz sicher, ob ich nicht doch hin und wieder was ein Teil dieser Route offscreen fliegen soll. Aber andererseits denke ich mir mit diesem klaren Ziel vor Augen, also... Ich meine, das sind halt schon echt viele tausend Lichtjahre bis dahin. Dann sind wir in Folge 400 oder so, bis wir da sind. Nee, was willst du denn? Ach ja, wir haben ja hier das Problem mit dem... Scan detected. Mit dem Docking-Computer und so. No record. Scan detected. Ich bin doch gespannt. Wir kennen ja mittlerweile dieses Prozedere, sag ich mal. Mal schauen, ja. Nehmen wir mit. Ja, wenn man diese kleinen Ziele angreift, das ist so ein bisschen, als würde man... Ich weiß nicht, das ist fast schon ein bisschen arm. Die können ja überhaupt gar nichts. Target destroyed. Wie sieht's denn mit euch aus? Seid ihr irgendwie... wichtig. So wie ich diese Ziele kenne, diese Quellen, ist der da. Scan detected. Wow, auf Kollisionskurs mit uns. Hallo, scan doch weiter. Er war doch schon in unserem Visier. Was bist du wert? Nochmal 2000. Und da hinten haben wir noch einen übrig. Das ist schon wieder so durcheinander hier. Wir müssen echt mal zusehen, dass wir in Allianzgebiet kommen. Ah, okay, das war nur der von vorhin. Den vierten habe ich leider wieder verloren. Naja. So, dann schauen wir mal auf die Systemkarte. Okay, es gibt noch einen zweiten Stern. Den müssen wir aufspüren. Aber den wollen wir natürlich erstmal scannen und dann kümmern wir uns um den zweiten. Das sind immer nicht so die Wahnsinnssysteme, aber immerhin. Die wollen ja auch kartografiert werden. Das ist natürlich nur wieder, wie immer bei diesen Systemen, die Frage, wo könnte die Numero Due sein? Engage. Aber da die hier ja alle für gewöhnlich auf einer Ebene liegen, da hinten, das sieht doch vertrauenerweckend aus. Muss mal ganz sicher gehen, dafür muss ich mal diese Linien ausmachen. Und es ist mir ein bisschen dunkel gerade im Cockpit. Es gibt sonst nichts, was verdächtig genug aussähe als das. Wir gucken einfach mal. Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir es besonders eilig, denn wie gesagt, wir werden da eh noch ewig brauchen, bis wir da hinkommen. An unser eigentliches Hauptziel, also nur nochmal so als kleinen Blick. Ist jetzt ja nicht, also muss, wow, Ruckel, es muss ja jetzt nicht genau das Zentrum sein, um zu gucken, ja, 24.000 Lichtjahre, circa, jetzt will ich doch nochmal gucken, wie viel es genau sind. Ach, noch weiter in die andere, 25.700 Lichtjahre, ja, bis wir da angekommen sind, vergehen noch einige Folgen. Ich habe aber den Eindruck, dass da hinten ist nicht der Stern, der zweite.
andererseits, also es ist echt schwer zu sagen. Er könnte es sein, aber er kann es auch nicht sein. Ich fliege einfach noch mal ein bisschen drauf zu und dann müsste man es ja ab einer gewissen Entfernung abschätzen können. Was man natürlich auch tun kann, ist immer weiter das hier durchlaufen lassen. So ganz subjektiv. Also es könnte doch sein. Andererseits könnte es auch einfach nur irgendein Sternbild sein. Ich kann das gerade überhaupt nicht einschätzen, leider. Na gut, wir nehmen noch die Signalquelle da mit und dann machen wir uns vom Acker, glaube ich, weil, ja, jetzt ewig da rumzusuchen, nur für einen einzigen Stern, das ist es irgendwie nicht wert. Da setzen wir doch lieber unsere Reise fort, das kommt uns irgendwie mehr zugute. Ich würde wirklich interessieren, was da hinten, also was im Zentrum dann so abgeht. Ich meine, genug Sterne zum Kartografieren haben wir da ja, da muss ich mir noch überlegen, wie ich da vorgehen will, ob ich da dann wirklich, gehen. Ob ich mich da von Stern zu Stern vortaste oder ob ich einfach schnellstmöglich ins Zentrum vorstoße und quasi das Ziel der Reise beende. Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Wobei das ja jetzt natürlich nicht heißen soll, dass das Let's Play beendet ist, wenn... wenn ich da ankomme. Irgendwas muss da hinten ja doch sein. Zumindest ist uns da ja gerade da ein Schiff erschienen. Ausnahmsweise mal einer mit Schutzschild. Ich finde es immer verdächtig, wenn man die scannt, dass die sich dann vom Acker machen wollen. Okay, komm, das ist die Munition ja nicht mal wert. Cannot comply. Ja, ja. Huch, das war der falsche Frameshift Drive. Wir müssen ja in Richtung Zentrum. Und zwar durch den Hyperraum. Ich finde es ja toll, dass in vielen Science-Fiction-Stories, wo der Hyperraum vorkommt, es einen angeblich verrückt macht, wenn man da lang genug reinschaut quasi. Auch das System hier scheint nicht allzu viel herzugeben. Auf den ersten Blick. Außer frischem Treibstoff. Fuel scooping complete. Während wir abkühlen, ein schneller Blick auf die Systemkarte. Okay, hier ist es wirklich nur der Stern. Huch. Das ist ja schnell erledigt. Schade. Ich hatte gehofft, ich könnte schon mal den Antrieb aufladen, aber das war offensichtlich Wunschdenken. Naja, immerhin so. Je weniger in den Systemen hier zu finden ist, desto eher können wir, desto schneller kommen wir weiter voran.
Irgendwie ist dieses diese Systemkarte ja schummeln. So, aber hier vielleicht mal was Spannendes. Ach nö. Ich weiß, was das heißt. Asteroidengürtel. Und Asteroidengürtel sind zeitraubend und aufwendig. Fuel scooping complete. Habe ich nicht recht. Fangen wir direkt mal mit dem an, das am weitesten weg ist. Weil es ja eigentlich völlig egal ist. Fangen wir einfach mit dem Stern an, der geht immer. Das sind immer die Momente, wo ich ein Laberthema gerne hätte und mir einfach partout keins einfallen will, aber das ist ja auch immer so. Und so die Sachen, die mir am ehesten beim Spiel hier einfallen, da habe ich die meisten schon durch. Wie zum Beispiel, dass ich nach wie vor der Meinung bin, die Musik klingt extrem nach Mass Effect. In so Momenten wie jetzt gerade zumindest. Ach, apropos Mass Effect, da hat EA sich noch nicht gerührt, aber die haben ja gesagt, dass, also die sagen, das kann bis zu 3 Wochen dauern, bis es da irgendeine Reaktion gibt. Ich fände es ja wenigstens schön, wenn es eine automatische E-Mail gäbe, die mir sagt, ist angekommen, wir gucken da mal rein. Aber das ist für die große Firma offenbar zu viel verlangt. Stattdessen heißt es einfach warten und bangen. In Sachen Mass Effect bin ich ja echt mal auf den 4. Teil gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das schon... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal gesagt habe, aber was sie da machen wollen, ohne dass es so wirkt, als würden sie einfach nur die Marke ausschlachten. Aber da habe ich schon wieder von da aus direkt ein allgemeines Laberthema. Wie genau ist es eigentlich dazu gekommen, dass heutzutage einfach alles, was geht, bis zum Erbrechen ausgeschlachtet wird. Und wenn man dann doch mal was Neues versuchen will, dann muss das Letzte, was auf diesem alten Markennamen dann basierte, einfach nur Schrott sein. Oder halt irgendwie nicht richtig. So wie Unreal Tournament 3. Ich hab das schon öfter gesagt. Unreal Tournament 3 war irgendwie, ich weiß nicht, es sah super aus und es war vom Prinzip her ja wie 2004. Aber es hat einfach nicht so viel Laune gemacht. Und im Englischen sagt man, I can't put my finger on it. Das entzieht sich mir, warum das schlechter war. Nee. Da haben wir das Corpus Delicti. Aber die Systeme bringen ja tatsächlich, glaube ich, mehr Geld, wenn ich die Erklärung da neulich richtig behalten habe. Das hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, wie sich berechnet, wann ein Scan viel wert ist. Und die Asteroidengürtel erhöhen ja angeblich den Wert, wenn ich das, wie gesagt, richtig behalten habe. Boah, die Sonne ist eindeutig zu hell. Und ich glaube, das Interface ist mir dann doch so auch ein bisschen zu hell. Ist ja auch gewagt übrigens, dass sie den Elite-Rang jetzt auf 3 verschiedene Bäume quasi aufgeteilt haben. Finde ich interessantes Konzept, weil, naja, vorher musste man halt einfach nur... Ich weiß gar nicht, wovon das früher abhängig war. Ich habe ja, wie gesagt, das alte Elite nicht gespielt. Aber... Huch, das ist zu nah. Ich bin immer erstaunt übrigens, wo ich das da oben gerade sehe. Zu welchen Uhrzeiten Leute noch online sind. Und ich meine, ich nehme mal stark an, dass der Großteil meiner Zuschauer sich entweder in Deutschland befindet oder zumindest innerhalb der deutschen Zeitzone. Und die paar Leute, die mich hier zu ihrer Freundesliste hinzugefügt haben oder die ich dazu hinzugefügt habe, dass es auf die auch zutrifft. Ich meine, gut, ich bin ja jetzt selber auch on, deswegen ist das irgendwie ein komisches Beispiel.
Aber ich finde es immer wieder faszinierend. Gerade halt bei Spielen, wo man weiß, okay, das ist jetzt ein europäischer Server. Puh, da muss ich gehen. Finde ich, ja, weiß nicht, faszinierend. Aber ich glaube, ich habe schon mal die Geschichte erzählt, wie ich eine komplette Nacht mit einem Bekannten zusammen Dawn of War 2 durchgezockt habe. Im Koop-Modus und wir nicht gemerkt haben, dass es, also wir fingen irgendwie um 19 Uhr abends an. Und um 7 Uhr morgens haben wir aufgehört. Ohne zu merken, dass so viel Zeit rumgegangen ist. Ist mir aber auch schon länger nicht mehr passiert, so durchzockte Nächte. Huch. So, dann noch einen und dann haben wir es auch. War ja doch gar nicht so viel. Wenn ich so überlege und das mit anderen Langzeitspielen vergleichen müsste, würde ich ja sagen, das ist wie wenn man zum Beispiel versucht, bei Anno, sagen wir mal, bei Anno eine automatische Handelsroute einzurichten und da die perfekte Menge zu finden, sodass die Heiminsel immer ausreichend beliefert wird und die Produktionsinsel nicht Mangel an Rohstoffen hat oder so. Beziehungsweise, dass es halt zu schnell geht. Oder als würde man bei Minecraft jeden einzelnen Gang in der Mine sozusagen kartografieren. Also sprich, gucken, ob da irgendwas Wertvolles ist. Ein Schild dran machen oder was und den nächsten Gang und so alles nacheinander schön. Frameshift Drive charging. Oder was sind denn noch gute Beispiele für Langzeitspiele? Als würde man bei einem Elder Scrolls ewig lang daran arbeiten, einen einzigen Skill zu verbessern. Ich weiß noch, bei Elder Scrolls 4, also Oblivion, da hatte ich, wie immer bei Elder Scrolls, einen Schleich-Assassinen-Charakter, der besonders geschickt war im Schlösserknacken. Hallo, Discovery Scanner, du willst mir nicht sagen, dass ich hier 500 Kilometer, mehr als 500 Lichtsekunden entfernt bin. Schon sagen, will mich das Teil jetzt verarschen. Oh, ich habe in dem vorherigen System gar nicht mehr nachgeschaut, ob das der einzige Stern war, oder? Glaube nämlich nicht. Ja, hier müssen wir nochmal einen zweiten Anflug machen. Aber in der Zeit können wir hier ja in die Systemkarte reinschauen. Na, hier verbirgt sich auch wieder so ein zweiter Stern. Vielleicht können wir den aber diesmal aufspüren. Zumindest auf den ersten Blick war er leider ja noch nicht zu sehen. Aber ich war noch bei Oblivion bei der Story. Das war... Ich wollte unbedingt den unzerbrechlichen Dietrich haben, den man für die eine Quest bekommt. Und für die Quest musste man aber Level 20 sein und ich war, glaube ich, Level 6 oder so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach die ganze Zeit so lange, bis ich Level 20 bin, einfach ein und dieselbe Sache. Und dann habe ich mich in einem Haus, das mir gehörte, bei Oblivion ging das ja noch, ich weiß, bei Skyrim habe ich es, glaube ich, nie getestet, vor eine Tür gestellt, die zugemacht und die ganze Zeit einen Schloss-Öffnen-Zauber drauf gewirkt. Was zum einen dafür gesorgt hat, dass ich den Skill, der dazu gehörte, ich glaube Veränderung oder so ist das bei... bei dem Elder Scrolls Skillsystem, dass ich den irgendwann auf Maximum hatte, so also auf 100 Punkten. Und dann war ich halt irgendwann Level 20 und konnte dieses Schloss öffnen Zauber perfekt und hätte den Dietrich gar nicht mehr gebraucht. Aber weil ich ja darauf hingearbeitet hatte, wollte ich das dann einfach haben. Na komm, ich finde doch jetzt endlich diesen einen blöden Stern noch. Das kann doch nicht sein, dass mir das noch ein zweites Mal entgeht.
Wir widmen uns erstmal der Signalquelle. Aber diesmal bitte was Sinnvolles. Irgendwie finde ich, könnten sie ruhig mal wieder ein paar mehr Signalquellen einbauen, wo Piraten mit dickeren Kopfgeldern lauern und nicht nur Sidewinder und Eagle. Und wenn man Glück hat, mal eine Cobra für 10.000. So eine Asp für einen Fuffi wäre doch auch mal schön. Oder ein Dropship oder sowas. Für 1 bis 500.000. Ich meine nicht, dass wir mit dem Schiffchen hier... Ich komme gar nicht auf den Namen. Wie heißt denn das Ding nochmal? Also, dass wir damit so wahnsinnig gute Chancen hätten. Das ist natürlich wieder nur der eine arme, einsame Sidewinder-Pilot. Und der hat jetzt nicht mal Schilde. Ist da jemand David Bowie-Fan? War das David Bowie? Nee, das war gar nicht David Bowie. Quatsch. Das muss ich zurücknehmen. Ist da etwa heimlich jemand Nicky Hopkins-Fan? Kennt da jemand Nicky Hopkins? Das wäre ja grandios. Also für Leute, die es interessiert, Nicky Hopkins war ein ganz bekannter Session-Pianist. So in den 60er, 70er Jahren. Und Leute, die sich für Musik dieser Zeit interessieren... ich muss mich ja wie durch... Also viele Leute, die hier zugucken, wissen ja mittlerweile, was ich studiere. Deswegen muss ich mich ja quasi zwangsläufig für alles ungefähr interessieren, was es im Bereich Musik gibt. Und wer sich für Musik dieser Zeit auch privat interessiert und sich damit beschäftigt, hat den Namen sicherlich auch schon mal gehört. Nicky Hopkins. Und der hat mal ein Album rausgebracht, in dessen Titel das Wort Tin Man vorkam. Aber ich glaube, das ist schon wieder so Nischenwissen, dass das wahrscheinlich gar nichts damit zu tun hat. Und sich wahrscheinlich eher auf... Alice im Wunderland bezieht. Aber ich weiß nicht, wie der Charakter bei Alice im Wunderland im Original heißt. Ob der vielleicht auch Tin Man heißt. Das wäre dann nämlich wahrscheinlich die naheliegendere Erklärung. Aber hey, Nicky Hopkins. Vielleicht kennt ihn ja sogar ein Zuschauer. Das fände ich interessant. Fuelskip disengaged. Tja, aber hier ist leider kein brauner Zwerg oder was das da sein soll zu sehen. Ah, nee, das ist jetzt nur schon wieder eine Signalquelle. Ich sehe aber auch gerade nicht die Umlaufbahn, was quasi bedeutet, ich sehe auch nicht... Ich habe die Orbitlinie aber an, ne? Ich sehe auch nicht, in welcher Achse ich gucken müsste. Ach, wir sind noch gar nicht aufgetankt. Fällt mir da gerade so auf. Fuel scooping complete. Fuel scoop disengaged. Aber bevor ich jetzt ewig rumsuche, bleibe ich bei dem bewährten Prinzip. Frameshift drive charging. Und springe einfach weg. Der klassische Problemlösungsweg, einfach nicht weiter drüber nachdenken. Ob wir auf dieser Route auch nochmal ein besiedeltes System finden, also... Ich wünschte, man könnte die Karte so einfärben quasi, also dass man die Einflusssphären von den Reichen sieht. So wie bei Spore. Also der Vergleich ist vielleicht doof, weil Spore irgendwie, ich weiß nicht, es war im Endeffekt dann doch enttäuschend, das Spiel. Es war irgendwie, weiß nicht, so einen Monat lang witzig. Und dann hatte man aber irgendwie auch wirklich alles gesehen. Man hatte dann Kreaturen, die fliegen können, man hatte Kreaturen, die... Fleischfresser waren, die Pflanzenfresser waren, die religiös waren, also man hatte einfach irgendwann alles durch. Und die spielerischen Unterschiede zwischen den Viechern waren jetzt auch eher minimal. Deshalb. Deshalb ja, egal. Was ist denn mit dem Discovery-Scanner los? Kriegt der nicht genug Strom? Ist der kaputt oder was? Versteckt es ja sogar ein Planet.
Krasser Scheiß. Oh nein, es versteckt sich keine Station in diesem Gebiet. Das wäre aber auch zu viel verlangt. Apropos Station. Da bin ich jetzt wieder bei Mars Effect. Da gab es ja ein DLC zu für diese Spectre-Trainingsstation. Pinnacle Station. Und den kriegt man irgendwie gar nicht mehr, habe ich den Eindruck. Das wird mir im Launcher immer angeboten, wenn ich das mal dann mal spiele. Aber immer wenn man das an, wenn man auf den Link geht, dann kommt irgendwas von wegen Seite nicht gefunden, 404 und so. Ja, dann haben wir noch die blöden, allseits beliebten, viel zu schnell vorbeirauschend werdenden. Wir müssen an die Sonne ranfliegen, damit wir so schnell abbremsen, wie wir müssen. Die ist da ja zum Glück gut drin, einen auf die Beschleunigung zu bringen, oder entschleunigen, einen zu entschleunigen. Entschleunigen ist auch so ein tolles Wort. Ich frage mich ja bei manchen Worten echt, wie die zustande gekommen sind. Aber da passt ja das schöne Shakespeare-Zitat übrigens auch. Also bei manchen Gegenständen frage ich mich, wer hat sich den Namen dafür ausgedacht? Wie zum Beispiel aus der Landwirtschaft der Grubber. Wie kam das zustande? Das ist so ein komisches Wort. Also wer Landwirt ist, der, wenn hier einer zufällig zuguckt, dann natürlich bitte nicht beleidigt fühlen. Vielleicht denkt ihr das auch. Auch ich finde dieses Wort so... so amüsant einfach. Und naja, da denke ich mich mir halt, wer denkt sich sowas aus, aber da passt dieses schöne Shakespeare-Zitat von wegen, also aus Deutsch kenne ich es nicht. Ich weiß auch gerade nicht, woher es ist. Aber das mit dem A rose by any other name would smell just as nice oder so. Shakespeare-Enthusiasten jetzt bitte nicht auch nicht beleidigt fühlen, weil ich das vielleicht nicht hundertprozentig korrekt zitiert habe. Aber es ging mehr um den Inhalt, wie immer bei Zitaten. Deshalb, naja. Ich glaube, ich mache das wirklich, ich mache die Folge hier einfach länger. So, Problem gelöst, dann kann ich das nämlich morgen hochladen. Und ihr freut euch. Hoffe ich, dass ihr euch freut. Finde ja übrigens faszinierend. Mir hatte mal jemand geschrieben, er guckt zum Einschlafen mein Let's Play. Zum einen... finde ich das sehr interessant, weil das offensichtlich viele Leute so tun. Let's Plays zum Einschlafen gucken, ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt irgendwann. Wobei ich mich dann frage, woher das kommt, aber ich meine, gut, mein Vater zum Beispiel guckt Fernsehen zum Einschlafen, das ist wahrscheinlich... naja, YouTube ist scheinbar teilweise das Fernsehen unserer Generation in gewissen Punkten. Und... zum anderen finde ich das sehr lustig, weil meine beste Freundin mir immer sagt, wenn ich mal irgendwie dringend auf Jobsuche wäre, dann sollte ich doch mir eine Stelle als Einschlafkassettensprecher suchen, weil ich so eine beruhigende Stimme hätte, sagt sie. Finde ich... weiß nicht, also... früher fand ich das irgendwie immer beleidigend, aber mittlerweile finde ich es einfach nur sehr niedlich. Nein, eigentlich meinte ich witzig, aber... auf jeden Fall, ja. Vor dem Hintergrund ist das mit dem, wenn man das hier zum Einschlafen dann guckt, da fand ich das halt wirklich, wirklich lustig, dass mir das da jemand schrieb.